Ja, in diesem Video wollen wir jetzt den Winkel phi berechnen. Den Betrag r hatten wir ja im vorigen Video schon berechnet. Dazu machen wir folgenden Ansatz. Wir kennen zwar nicht phi, aber wir kennen Tangens phi. Und zwar war Tangens ja definiert im Trigonometriekurs als Gegenkathete durch Ankathete. In unserem Fall heißt das dann Tangens phi gleich Gegenkathete durch Ankathete, also b durch a. Ich schreibe also auf Tangens phi gleich b durch a. Man könnte auch sagen, Imaginärteil durch Realteil. Das wäre allgemeiner gesprochen. Gut, jetzt wollen wir also hier phi berechnen. Wir müssen die Formel nach phi umstellen. Was machen wir? So wie immer, wir bilden auf beiden Seiten die Umkehrfunktion der Tangensfunktion, also Arcos-Tangens. Ja, dann bleibt hier phi übrig und auf der rechten Seite Arcos-Tangens von b durch a. Ich schreibe es mal in Klammern. Ja, das ist die Formel, mit der man den Winkel phi ausrechnen kann. Arcos-Tangens b durch a. Gut, wollen wir ein Beispiel rechnen? Wir nehmen am besten wieder das Beispiel aus dem vorigen Video, also dem Video, wo wir den Betrag berechnet haben. Da hat man das Beispiel z, die komplexe Zahl ist gleich 3 plus 4i. Also a ist gleich 3 der Realteil und der Imaginärteil ist gleich phi. Gut, die Werte müssen wir jetzt nur in diese Formel einsetzen. Dann steht da phi gleich Arcos-Tangens b war gleich 4, geteilt durch a war gleich 3, also 4 Drittel. So, jetzt müssen wir mit dem Taschenrechner ausrechnen, was ist Arcos-Tangens 4 Drittel. Ja, ich will Arcos-Tangens von 4 Dritteln berechnen, dann nehme ich den Windows-Rechner und tippe da ein 4 geteilt durch 3 gleich, dann habe ich die 4 Drittel eingegeben oder 1,3 Periode ist ja das gleiche. Und jetzt den Arcos-Tangens von 4 Drittel, da drücke ich also nicht auf Tangens hier unten, sondern zuerst auf Invers und dann auf Tangens. Nur so kriege ich nämlich den Arcos-Tangens. Und da ich normale Gradzahlen eingestellt habe, also kein Bogenmaß, bekomme ich 53,1 Grad raus, ungefähr gerundet. Ja, das Ergebnis lautet also, der Winkel phi ist gleich 53,1 Grad groß. Ja, in unserem Beispiel lag der Winkel phi, beziehungsweise die komplexe Zahl, die lag im ersten Quadranten. Also das ist ja der erste Quadrant, der zweite, der dritte und der vierte. Wenn die komplexe Zahl in einem anderen Quadranten liegt, also zum Beispiel hier, hier oder hier, na, dann ist eine kleine zusätzliche Überlegung notwendig, um den richtigen Winkel phi zu bestimmen. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich verabschiede mich erstmal.